Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, wie kann man das nennen? Also einem neuen Projekt von mir. Ich habe jetzt ungefähr Monate, ne, bis Ziff rauskommt, wo ich eigentlich nicht viel zu tun habe. Heuer haben wir ja beschrieben, das ist mir zu langweilig geworden. Da mache ich auch kein Singleplayer, Multiplayer mehr. Und mein neues Projekt ist halt nochmal bei LOL ein bisschen einzusteigen. Und wie das bei mir so ist, ich mache das ganz gerne ein bisschen, ich will nicht sagen besser, aber auf jeden Fall mit mehr Fokus, um mich, ne, darauf zu konzentrieren, was man besser und schlechter machen kann, mit Lerneffekt quasi. Das macht mir einfach mehr Spaß, wenn ich das so anpacke. Und zu diesem Zweck habe ich jetzt einfach mal diesen Replay-Downloader gemacht. Da gibt es wohl ein neues Replay-Programm für LOL, das ich mir meine Spiele angucken kann. Die Spiele live zeigen macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil ist auch nicht so spannend, ne? Aber das, was man daraus lernen kann, und hier auch, das ist nicht so ein Video über COH oder eine Wargame oder irgendwas, wo ich quasi Tutorials zu machen kann, das ist halt LOL, spiele halt erst seit 2 Jahren und da ist man immer noch blutiger Anfänger. Das ist eher sowas wie, ich versuche das zu lernen und gebe so ein paar Kommentare dazu ab, was ich denke, was laufen könnte. Und ihr könnt natürlich auch gerne euren Senf zugeben. Gerade bei LOL hat ja jeder irgendwas zu sagen. Und was ich jetzt hier dafür gemacht habe, ist, ich habe jetzt hier ein Replay von dem Spiel. Wir gehen das auch nicht ganz durch, es geht auch nicht um das Spiel. Mir geht es darum, ich spiele jetzt neue Helden, will die kennenlernen, will die Dynamik kennenlernen auf den Lanes und will auch die Lane im Rank zum Beispiel kennenlernen und habe mich auf die Top-Lane konzentriert. Also mir geht es wirklich darum, also ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt mal alle Rollen schon ein paar Mal gespielt, ne? Aber ihr wisst ja, dass ich hauptsächlich Supporter bin. Und die Dynamik auf den Lanes ist so unterschiedlich. Also ich meine wirklich im Sinne von, also zum Beispiel die Top-Lane, ja, die ist ja ein ganzes Stück länger als die Lane da unten oder in der Mitte meinetwegen, vor allem die Mitte. Oder hier gibt es auch andere Gankmöglichkeiten in der Top. Und die Helden sind von anderer Natur und die haben auch andere Ziele als auf der Botte der Midlane oder, ne? Also von da gibt es dann ganz andere Mechaniken und Strategien, die man da fahren kann. Und ich versuche jetzt gerade die Top-Lane zu erlernen. Das heißt also für mich komplettes neues Mindset. Ich fange fast bei Null an. Also klar, manche Sachen sind halt immer gleich, aber vieles ist halt bei Null anfangen. Und habe mir jetzt einfach mal den Malphite genommen. Ich spiele jetzt zum allerersten Mal. Also ich habe 2 Spiele gestern gemacht, um die Abilities kennenzulernen im Normal. Und jetzt spiele ich mein erstes Ranked mit dem. Ist glaube ich, nur Silber Ranked oder sowas. Und ne, weil bei Ranked spielen die Leute einfach ernsthafter. Im Normal, da gibt es halt ganz komische Setups. Und ihr könnt halt nur unter echten Kampfbedingungen trainieren, so wie sage ich immer ganz gern. Und da gehe ich direkt ins Ranked damit. Auf Silber Ranked schneide ich trotzdem noch relativ gut ab, wenn ich trainiere. Das ist meine langjährige Erfahrung. Von da läuft das hier schon. Das ist nicht so, dass ich die anderen runterziehe. Aber klar, könnte ich natürlich besser spielen, würde ich meinen Supporter machen. So, aber ist auch egal. Jetzt gibt es mir einen Lerneffekt. Und wie ich das halt jetzt hier anstelle, ist, ich habe jetzt dieses Replay und wir lassen es jetzt mal durchlaufen. Ich habe dabei jetzt gewisse Punkte, auf die ich gucken möchte. Das allererste ist das Matchup. Ich habe jetzt gelesen, dass das Matchup Malphite gegen Jax super easy für mich selbst, für Malphite sein soll. Warum das so ist, muss ich jetzt noch analysieren. Dann die zweite Sache, die ich mir angucken möchte, ist, wie ist das mit dem Last Hitten? Warum schneide ich normalerweise beim CS, das ist ja dieser Creeps, ne? Dafür steht CS, wenn ich mich richtig erinnere. Warum schneide ich beim Last Hitten so schlecht im Vergleich zu anderen ab? Ich trainiere das auch so ein bisschen, gucke mir das an. Ich denke aber, mein Problem ist halt einfach, ich habe halt 2 Jahre lang Supporter gespielt und wenn ich Supporter in einer Jungle, was bedeutet, dass ihr halt, ne, wenn ihr 2 Jahre Spielerfahrung habt, dass irgendwie 90% davon in den Nicht-Last-Hitten-Erfahrung ist und das ist natürlich im Vergleich zu anderen dann schlecht, wenn ich die Zahlen vergleiche. Und da möchte ich ja kennenlernen, wie kann ich besser Last Hitten, vielleicht mit Abilities benutzen, ohne, wie auch immer. Obwohl das auch heldenabhängig ist, habe ich bisher gemerkt. Und wie kann ich während des Last Hitten mich darauf konzentrieren, dass ich den gegnerischen Helden countere und gleichzeitig gucken, wo der Jungler mich gankt und ob ich eine gute Positionierung habe. Und das Dritte, worauf ich achten will, ist, also mir geht es jetzt hauptsächlich ums Early Game da auch, ist, wie kann ich die Lane kontrollieren? Und zwar die Wave spezifisch kontrollieren. Also wann soll ich die reinpushen, die Lane? Wann soll ich sie freezen? Und vor allem, wo kann ich sie freezen? Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass Malphite, wenn er die Lane so designt, dass die quasi am Tower ist, dass er last hitten muss, dass er extrem schlecht abschneiden würde. Das weiß ich noch nicht, ob das so sein muss, ehrlich gesagt, aber das habe ich nachgelesen. Muss ich mir angucken, warum das so ist. Und dann ist halt die Frage, wenn ich den das nicht hier freezen darf, kann ich es hier vorne an dieser Stelle freezen, die glaube ich ganz gut sein soll. Obwohl ich dann hier jetzt schon das erste, was ich sehe, wenn ich hier freezen würde, was vorgeschlagen wurde von dem einen Guide, dann kann ich halt von hier gegankt werden und ich kann von hier gegankt werden. Das ist ja nicht so schlimm wie hier vorne, aber ein Traum ist das halt auch nicht, ne? Also wenn ich das jetzt, ich kann gerade mal den Fog of War anmachen, dann haben wir das, danach geht's los. Aber das ist ja der Fog of War von beiden Teams. Also der Malphite wird auf jeden Fall hier unten das nicht sehen, vermute ich. Kann man das irgendwie hier anmachen, nur für Malphite? Weil es könnte ja zum Beispiel in Gank kommen. Habe ich Malphite angeklickt? Klappt das nicht? Muss man dann eine Sekunde starten? Irgendwie ist das hier noch kaputt, oder? Also ich klicke doch auf Malphite drauf und ach nicht All, sondern nur Red meinetwegen. Ja, dann machen wir das halt so manueller Kamera. So, genau.
Wobei, wenn ich jetzt hier vorne die Freeze die Lane, dann sehe ich gerade, hier könnte kein Jungler unsichtbar reingehen, ganz offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das an den Minion da unten liegt oder ob das wirklich, weil ich da oben stehe. Ich vermute mal, es liegt an den Minion. Also wenn ich mir hier unten angucke, diese Minions gucken hier bis hier vorne rein. Die machen wohl genauso viel Sicht wie jeder Held. Das ist auch so ein Ding, was ich halt lernen muss. Aber ganz offensichtlich, wenn da ein Minion ist, guckt es da rein. Das heißt, wenn ich hier vorne die Lane freeze, dann sehe ich nicht, wenn hier ein Jungler reingeht. Eventuell oder höchstwahrscheinlich sehe ich, wenn der Jungler von dem in dem Busch gehen will. Da kommt es natürlich auf den Jungler ein bisschen an, ne? Da muss ich dann auch drauf achten. Aber ich glaube, insgesamt, wenn ich hier vorne freeze, dann bin ich safe und kann auch gut farmen. Und dann ist die Frage, wie erreiche ich das, ne? Das wäre so das Erste, was mir im Kopf rumschwört. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal das an. Ich mache es mal nicht zu schnell, wir machen halt nur ein paar Minuten. Wir hatten schon den ersten Encounter hier wo gehabt, den ich sehr gut getradet habe. Und das ist schon ein massiver Vorteil. Und das muss ich mir nochmal angucken, warum ich so einen massiven Vorteil da hatte. Oh, war das jetzt 30 Sekunden? Das war vielleicht ein bisschen viel, machen wir gerade ein bisschen schneller. So. Also der erste Trade, der beweist wahrscheinlich, warum ich die Hardcounter gegen den sein soll in der Lane. Also man sieht natürlich jetzt, ich habe das Schild. Ne? Von der Ability her, was ich jetzt gelesen habe, der kriegt ja andauernd dieses Schild hier von der Passive. Und die führt natürlich dazu, dass ich im Kern alle 10 Sekunden positiv trade mit dem Gegner. Also das Schild ist so groß hier. Maximum Health, jetzt zeigt das natürlich gerade die Zahl nicht an. Aber man hat, was hat man so, 500 Punkte? Kann ich mir die Zahlen nicht angucken? Das ist natürlich doof, wenn ich die Zahlen jetzt hier nicht sehe. Ach doch, da stehen sie ja. Nee, warte. Aber jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, wie stark der Schild ist. Wo sehe ich denn das, der Buff? Steht natürlich da auch nicht dran. Aber 10%, ne? Also das sind dann irgendwie so 62 Schild. Und dann kommt noch die Rüstung drauf. Und wenn der mich angreift, dann ist das ja hier, wenn man Abilities nehmen, 70, ja. Also ich vermute mal, dass ich sein ganzes Q, dass ich das quasi negiere, mit, nur mit meinem Schild. Ja, zumindest ist es extrem vorteilhaft, wenn wir dann so traden. Das wäre jetzt mein Verdacht. Plus, wenn ich das richtig sehe. Obwohl, das gilt nicht als Auto-Attack, ne? Das heißt, wenn der mit seinem Leap-Strike auf mich hüpft, dann ist der nicht nur in meiner Wave, sondern gleichzeitig kriegt dann eben auch die. Ne, also wenn er auf mich drauf hüpft und er geht direkt raus ohne Auto-Attack, dann dürfte er keine Aggro kriegen. Das heißt also, wenn er nur raufhüpft und rausgeht, dann erreicht er quasi gar nichts, außer dass er Mana verliert, mein Schild weghaut. Und wenn er die Auto-Attacks macht, dann kriegt er eine von den Minions auf den Sack, weil ich bin ja Nahkämpfer, das heißt, ich farm eigentlich an meiner Wave. Und automatisch werden diese Minions auf ihn schießen. Was bedeutet, dass der ja 24 Schaden kriegt von drei Minions, von vier. Das vier? Sollen das nicht drei normalerweise sein? Das ist ein Nahkämpfer dann, das sieht man so schlecht. Das heißt also, immer wenn Jax auf mich draufspringt, dann hat er im Prinzip schon schlecht getradet. Das wäre jetzt mein Verdacht. Die anderen Jax-Abilities, das war doch so gewesen. Genau, er muss mehrmals auf mich draufschlagen, aber das ist natürlich ein Problem, weil, ne, ich will natürlich, also ich werde mich ja nicht in Reichweite begeben, wenn die Minions nicht da sind. Also wenn er wirklich diesen Vorteil hier haben will von seiner Passive. Dann muss er das machen, wenn meine Wave so gut wie ganz kaputt ist, wenn vielleicht nur noch ein Minion über ist und er viele Minions hat, wenn er dann mit mir kämpfen will. Ansonsten macht das keinen Sinn. Das halte ich für sehr schwer, weil ich weiß das ja auch und muss dann wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Gucke ich mir gleich an. Empower, da braucht er aber einen Basic Attack, oder? Er kann das auch mit einem Leap Strike machen, das ist Empower. Ob das als Basic Attack dann gilt, weiß ich immer noch nicht. In jedem Fall macht er dann ein bisschen mehr Schaden, aber auch hier, selbst wenn er über 100 Schaden kommt, ist das immer noch nicht so besonders stark. Besonders nicht, wenn er danach eventuell Aggro hat, aber das müsste ich halt nachgucken gleich. Counter-Strike, okay, das kenne ich ja schon. Obwohl das natürlich mich ein bisschen countert, oder? Dodging all incoming attacks. Aber er muss natürlich das vor dem Stun benutzen. Das heißt, er springt rein, macht das Ding an, während er mit mir tradet, nimmt dann quasi ja keinen Schaden von meinen normalen Attacks. Obwohl ich ja. Ja, das ist doch eigentlich eine Counter zu mir, oder? Die Counter-Strike. Weil, also eine Ability, die ich zum Beispiel habe, die bei mir Schaden macht, ist ja dieses Brutal Strike, ne? Das heißt, mein Basic Attack wird besser. Das ist zwar ein AOE-Schaden, also das heißt also ein Flächenschaden, aber da geht ja trotzdem nicht viel durch, ne? Und meine normale Auto-Attack geht ja dann gar nicht durch in diesen 2 Sekunden. Das heißt, wenn er reinspringt und seinen Counter-Strike anmacht, dann wird er beim Traden mein Schild schreddern und danach ein paar Lebenspunkte, wenn ich null Schaden an ihm im Prinzip mache, außer mit meinem Q hier, was ich hochlevel. Aber im Prinzip ist das doch für ihn kein schlechter Trade. Und wenn er das halt in diesen 2 Sekunden 3 Schläge oder so rausholt oder ne, der Techspeeder quasi ausnutzt, also ich sehe zwar schon, dass ich da auch meine Vorteile habe in diesem Encounter, vor allem wenn das halt ne Auto-Attacks dann haufenweise sind und die ganze Wave mitkämpft, aber er kriegt dann nachher ja noch einen Stun da drauf und kann dann umsonst nochmal zuschlagen und dann eben rausgehen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, worum die schreiben, dass ich eine Hard-Counter zu Jax sein soll. Also, ihr müsstet die Zahlen vielleicht einfach mal hochrechnen.
Also, dass er würde den Schaden an ihm definitiv machen und seiner Attack-Speed reduzieren, was seine Passiv natürlich schwächt, ne? Aber wie gesagt, dafür treffe ich ihn ja dann trotzdem nicht in diesen 2 Sekunden. Danach kriege ich einen Stun und er kann immer noch zuschlagen. Also 30% langsamer, macht aber bestimmt 2, 3 Auto-Attacks, die ich nicht machen kann. Dafür habe ich halt mein Schild, was da wahrscheinlich ein, zwei von einsteckt. Also ich sehe nicht, dass dieser Trade nur zugunsten von meiner Seite ausgeht. Ne? Das sehe ich überhaupt gar nicht. Also ich würde schon sagen, dass diese Trade, zumindest mit den 3 Abilities ohne Ulti, dass das ausgeglichen zwischen den beiden laufen sollte, wenn das von den Skills richtig benutzt wird und die Wave und alles beachtet wird. Ihr könnt jetzt gerne ins Kommentar schreiben, wenn ich falsch bin. Wie gesagt, der Guide sagt ganz definitiv, dass Malphite die Hardcounter zu Jax ist. Aber das will ich halt auch verstehen. Ich will es ja nicht sagen, oh, der Guide schreibt das und alle sagen das. Ich will es halt verstehen. Und anhand dieser Abilities, vielleicht sind die Zahlen ja in so einem Verhältnis, dass es wirklich so ist. Aber also wenn der halt mindestens 3 oder 4 Attacks rausbekommt, wenn ich nur eine rausbekomme, die halt trifft, dann, ne, wenn es dann und den Counter insgesamt beachtet, dann sehe ich halt ehrlich gesagt nicht, und das macht ja auch nochmal eine 50 Schaden hier, wie das so viel vorteilhafter für ihn sein sollte. Ich sehe natürlich, dass das, ne, wie gesagt, kein Riesenvorteil für ihn ist, wie es bei anderen Helden sein würde, aber ich würde sagen, das ist schon ausgeglichen ungefähr. Zumindest wenn er einen Counter hat. So, lassen wir das trotzdem mal laufen, wie es denn hier gelaufen ist. Das war jetzt erstmal die Theorie. So, jetzt hat er einmal einen Auto-Attack gemacht auf mich, hat mein Schild noch nicht mehr ganz geschreddert und hat die Aggro bekommen. Das war natürlich komplett dämlich und sinnbefreit, ne? Also da, das ist ja klar. Also das, was hat er damit gewollt, ne? Ich hätte ihm jetzt mal einen Q hinterherwerfen können. Ich weiß nicht, warum ich nicht mein Q hinterhergeworfen habe, weil, also voll Mana behalten, dann nutzt er halt nicht die Mana-Reck, ne? Das war von mir ein Fehler an der Stelle. So, jetzt hat er nochmal zugeschlagen. Ja, hat die Aggro natürlich wieder bekommen, hat mein Schild jetzt ganz geschreddert. Und dann werfe ich meinen Q. Jetzt habe ich meinen Q geworfen, aber ich hätte schon beim ersten Angriff werfen müssen. Und das sieht natürlich jetzt pingelig nach Kleinigkeiten aus, aber ich bin halt der Meinung, bei LOL ist es halt wirklich so, dass diese Kleinigkeiten führen dazu, dass er eure Lane am Anfang gewinnt. Und das führt dazu, dass er das Midgame gewinnt und dass er das Late-Game gewinnt. Das ist halt alles ein kleiner Schneeball. Und wer den halt größer macht am Anfang, der hat auch einen späteren größeren. Und das ist schon sehr wichtig. Und ich würde sagen, dass das vom Jackson richtig schlechter Encounter war. Ich glaube auch nicht, dass er mit dem anderen Micro das hätte besser machen können. Er hätte einfach nicht angreifen dürfen, ist meine Meinung. Einfach weil meine Passive halt diesem Kampf zum Tragen kam und seine Passive überhaupt nicht zum Tragen kam. Und deswegen habe ich halt super getradet mit ihm jetzt hier, ne? So, jetzt natürlich noch die Last-Hit-Frage hier vorne. Ich stampfe jetzt hier drauf auf die Minions. Hier auch ganz kurz überlegen. Macht das Sinn, dass ich jetzt die Minions auto-attacke? Weil, also ich kann natürlich jetzt ein Level 2 holen, wenn ich besser getradet habe und dann eben Druck auf ihn ausüben. Und ich erwarte nicht, dass ich gegankt werde, außerdem habe ich ja noch einen Flash dann zum Abhauen und habe einen Slow, ne? Also von daher, jetzt hast du pushen, um ein Level 2 vor Jax zu bekommen, um dann nochmal extra Druck zu machen. Ich würde es aus dem Stegreif würde ich jetzt sagen, das klingt für mich nach einem Vorteil, weil ich auch besser getradet habe und alles, ne? Und wir haben ja beide mit diesen Items hier, mit diesem Trank angefangen, dass man auch ein bisschen aggressiver eigentlich in der Lane spielen will, hätte ich gesagt. Also von daher denke ich, kann das schon gehen, weil wenn ich die Wave da reinpushe, ganz viel Schaden an dem mache, kann ich vielleicht einen Teleport forcen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ideal ist, aber ich würde sagen, ich kriege jetzt keinen Nachteil davon, wenn ich jetzt hier gefreezed hätte. So, zack, Auto-Hit, das klappt soweit. Das kann sein, dass er jetzt hier einen Creep verliert. Nee, doch nicht. Das haben wir den Attack-Speed-Bonus. So, jetzt hüpft er nochmal rein. Er hat jetzt kein Level 2 bekommen, springt aber jetzt bei mir rein. Hat er mich noch nicht mal getroffen, kann das sein? Also er hat gewartet, bis meine Passive online ist und dann ist er reingesprungen, ja? Hat dann von mir direkt das Slow bekommen, wenn ich einen Schritt weggehe. Ich vermute mal, die Hoffnung ist schon was her, das Spiel war gewesen, dass er die Aggro kriegt, dann geslowt ist, dann kann er mich nicht draufhauen. Er hat ja den Attack Speed von seiner Passive hochgemacht, ne? Hier unten mit diesen Last Hits vermute ich. Und deswegen ist er dann reingesprungen, um das noch zu nutzen. Ich weiß nicht, wie lange das braucht zum Ausklingen. Genau, er hat jetzt 14% mehr Attack Speed, ne? Also er kommt bis 5, geht das glaube ich hoch. Und dann reingesprungen, was ja erstmal vernünftig klingt, aber ist ja die Frage, ob sich das gelohnt hat, weil ich gehe jetzt weg und er ist geslowt. Das heißt, er kann mich gar nicht mit diesem besseren Attack Speed angreifen und hat vielleicht Aggro. Ich gucke jetzt gerade von der Wave-Situation. Ich weiß jetzt gar nicht, hat er jetzt einen Minion hier getötet? Ich habe das nicht gesehen. In jedem Fall hätte er in diesem Fight, hätte er dann 3 Minions gehabt. Na gut, 2, die auf ihn draufklopfen. Und ich hätte 3 Minions gehabt, die auf mich draufklopfen. Also wenn er jetzt keins zerstört hat. Von daher hätte er tatsächlich hier einen kleinen Vorteil durch die Minions gehabt. Aber einen riesen Nachteil dadurch, dass meine Passive online ist und ich ihm slowen konnte und er seine Passive nicht benutzen kann. Von daher wird das wieder ein schlechter Trade werden. Wenn das eine Idee war. Ja, ich gehe jetzt hier weg, um das eben zu verhindern, dass er seinen Passiv bei mir benutzt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, warum ich das gemacht habe. Jetzt habe ich ihm umsonst einen Auto-Hit gegeben und habe da sogar ein Ward umsonst hingestellt. Ich hätte hier stehen bleiben müssen und mit ihm kämpfen eigentlich an der Stelle. Und wenn die Minions dann mit mir Aggro ziehen, hätte ich einfach in den nächsten Busch gehen können wahrscheinlich, ne? Aber hier hätte ich zu Vorteil kämpfen können. Außerdem hätte ich meinen Trank ziehen können, damit ich dieses Corruption kriege oder wie das heißt, was einfach Schaden in ihm macht, weil er das zum Beispiel sich ja auch angemacht, um
diesen Bonus dazu bekommen, ne? Regeneration, ist das dieses hier vorne? Favor, Damage Range, each successive Spell Attack. Ach, das ist eine Mastery, genau, das hat er auch noch, um mich wegzunuken. Und das ist sicher gut auf ihm, aber hat er nicht diesen Trank getrunken, der ihm das gibt? Habe ich mich da vertan? Doch, er hat doch einen schon getrunken, diese Corruption, wo ich sehe das noch nicht angezeigt hier, vielleicht ist das bei mir ein Debuff. Wird gar nicht angezeigt, na gut. Also in jedem Fall würde ich sagen, wenn der Trank, der ist jetzt an von der Animation, hätte ich gesagt, da macht er richtig Schaden an mir und ich hätte meinen auch anmachen können, wir hätten hier kämpfen sollen. Da hinten kommt zwar die Wave, aber das sind ja erst Nahkämpfer, das heißt, hier hätte ich locker noch zwei, drei Auto-Hits traden können und dann weggehen. Ich glaube schon, dass das funktioniert hätte, ein positiver Trade für mich geworden wäre. Von der Erfahrung, die er hier vorne hat, ich weiß nicht, wann er jetzt sein Level 2 bekommt. Die Erfahrungsleiste, ist das die da unten vielleicht? Kann das sein? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil er ein Minion mehr getötet hat und seine Leiste höher ist, aber er tickt halt nicht auf 2 hoch. Ich glaube nicht, wenn jetzt eins dieser Minion stirbt, das ist auch nicht in absehbarer Zeit, dass er hochtickt. Von da, glaube ich, war das auch zu früh der Angriff. Hätte das, glaube ich, in Level 2 timen sollen. Hätte hier noch ein bisschen Druck gemacht. Eventuell hätte das funktioniert. Ich bin noch neu für der Top-Lane. Ich weiß nicht, wie viele Minions jemand töten muss, um Level 2 zu kriegen. Ich glaube, eine Wave plus 2 oder so, nicht ganz sicher. Hier wieder, was mache ich jetzt hier vorne? Jetzt mache ich hier die Auto-Attacks zumindest. Ich habe jetzt hier vorne eine positive Position für mich erreicht. Also da hat das schon funktioniert. Also erst habe ich den ersten Auto-Attack rausbekommen, ne? Obwohl er mehr Attack-Speed hat, weil ich ja im Busch war. Und das Minion schießt jetzt noch mit drauf, was ja nochmal zusätzlich hier 24 Attack-Speed nonstop auf ihn drauf bringt. Ich kriege jetzt allerdings auch von hier unten dem Aggro, von daher war das auch nicht nah genug, weit genug weg von dem wahrscheinlich. Wir sind aber in meiner Wave näher dran als in seiner. Ich glaube trotzdem, ich hätte hier einen Auto-Attack mit ihm machen sollen, dem Busch, und dann nochmal den ersten Auto-Attack hier machen sollen. Und dann wäre das besser gelaufen. Klatsch, Ohrfeige. Jetzt habe ich den geslowt. Jetzt habe ich ihn geslowt. Er hat kein Leben mehr. Meine Wave kommt und er springt mich rein. Das würde ich sagen, ist ein super massiver Fehler von seiner Seite. Habe ich meinen Trank gezogen? Ja, meinen Trank habe ich jetzt auch gezogen, deswegen ich auch vorteilhaft traden kann. Jetzt macht er richtig gut Schaden. Bam. Und jetzt hat er halt meine gesamte Wave, nicht die gesamte Wave, aber zumindest ein paar hinter sich herlaufen. Und ich mache jetzt, glaube ich, einen riesen Fehler. Er ist geslowt, er hat weniger Lebenspunkte und meine Minions laufen hinterher. Und ich habe halt nicht super Aggro, oder? Ach doch, ich habe auch Aggro von der gesamten Wave. Deswegen gehe ich wahrscheinlich in den Busch jetzt. Das ist, glaube ich, dann kein Fehler. Wäre ich jetzt die ganze Zeit hinterhergegangen, hätte ich halt die Aggro von allen gehabt. Und das, glaube ich, wäre ein bisschen viel geworden, ne? Oder zumindest von denen da. Also da hätte ich jetzt auch nicht angreifen können. Ich glaube, das war da ein guter, dass ich da defensiv geworden bin. Obwohl ich fast überlege, so wie er jetzt aussieht, also er hat ja kein Water drin, einfach hinterherlaufen, reinflashen hinter ihn quasi, die Aggro verlieren und dann die ganze Zeit Schaden machen und das zwingt ihn auch in den Flash und muss weglaufen und ich krieg die ganze Wave. Also ich glaube, das hätte ich viel, viel aggressiver an der Stelle spielen können hier. Also das war sicher jetzt sicher gespielt, aber ja, wie gesagt, als Busch gehen, mir Autotext traden und dann von da nach da flashen, bevor er da reingeht, damit ich die Aggro verliere und dann weiter draufhauen und auch einen Flash von ihm forcen. Er hat ja auch noch kein Level 2 hier vorne. Und die Minions hier vorne, die geben mir auch kein Level 2, ne? Kann er keins töten. Er wäre bei mir hier vorne, ja gut, ich krieg auch ein Level 2. Aber ich glaube, mit dem Flashen im Busch hätte ich ihn bekommen. Da habe ich sicher Mist gebaut. So, zack, jetzt hat er sein Level 2 bekommen. Aber das wären ja so viel Autotext, die hätte er nicht machen können, hätte ich den Busch da reingeflasht, ne? Ja, jetzt muss ich natürlich mein Level 2 erst abwarten. Also könnt ihr mal beischreiben, aber ich denke, ich hätte ihn bekommen, hätte ich das gemacht mit dem, ne, hinterher Auto-Attacken und dann hier reinflashen, Aggro verlieren und dann finishen. Oder dann wäre er halt rausgeflasht. Und muss ja auch kein Ganker warten. Und jetzt hat er halt hier, ne, heilt sich wieder hoch und engage mich mit seinem Level 2 Vorteil. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine negative Situation für mich. Plus eben, wenn ich hier kämpfen würde, weil ich ja nicht will, alle Fernkampf-Minions auf mich drauf. Ne? Also das war diesmal ein guter Engage von ihm und von mir halt relativ schlecht dazu zu stehen. Level 2 Vorteil gegen Level 1. Das ist ja bei diesem Levelunterschied, es lohnt ihn, um mal wegzugehen. Er hatte seinen Stun zu früh rausgehauen. Das ist ja, glaube ich, so: Wenn der einen Level Vorteil hat, dann ist ja nicht nur so, dass er dann mehr die Ability hat und mehr Lebenspunkte und mehr Attack und so weiter. Der hat ja auch mehr Resistenzen. Ich habe weniger Resistenzen und das mit seinem mehr Angriff, ne? Das macht nochmal, das sind halt irgendwie vier Vorteile gleichzeitig, die er dann hat, ne? Selbst wenn er dann auch Level 2 nachher bekommt, hat er ja schon den Vorteil ausgespielt, dadurch, dass er weniger Resistenzen hatte als der Gegner und er mehr Attack in der Zeit angegriffen hat. Also und daher war das ein guter Angriff von ihm gerade, da hätte ich nicht mehr stehen müssen. Ja, kann man normal weitermachen. Hier ist erstmal ein bisschen langsamer das Ganze. Da habe ich jetzt einen Minion verpasst. Das war, glaube ich, nicht notwendig. Immer einen Jungler im Auge behalten. Er ist schon Level 3, ich bin Level 2. Deshalb wird er die reinpusht, die Wave. Ne? So, ab und an mal ein bisschen harassen mit einem Q. Ich habe ja noch voll Mana. Das muss ja bei ihm nicht sein. Ist er da reingehüpft? Okay.
Bam. Oh, unser Supporter ist raus. Ist mir gar nicht aufgefallen im Spiel. Also habe ich auch mal Level 3. Gucken, ob ich Lars jetzt ordentlich mache. Bam, jetzt habe ich das hier angemacht. Ist wieder reingesprungen. Ich bin nicht sicher, ob der Jax immer da reinspringt, weil damit sagt er mir, er will nicht mehr engagen danach. Plus er tut sich seinen Mana klauen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und wenn ein Gank kommt, hat er halt eine Escape-Möglichkeit weniger, ne? So, unterm Tower Last hitten, mal gerade reingucken. Ja, das läuft nicht ganz perfekt. Ich habe jetzt den Flächenschaden an, aber... Also es ist ja... also die Leichenmechanik runter kenne ich schon. Und mit Flächenschaden, ja, hat das keinen Sinn gemacht wahrscheinlich. Oder ich muss das nochmal üben, am besten. So, jetzt ist er hier. Jetzt hat er das angemacht, will dann reinspringen, mich direkt stunnen. Ich glaube, der große Fehler an dieser Mechanik ist, dass er die benutzt nur für den Stun. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das ja... Also der Stun ist ja ungefähr der... Also nicht mehr die Hälfte des Nutzen. Ich würde sagen, der Stun ist vielleicht ein Drittel des Nutzen, den er da rauszieht, gerade im Early Game. Ihr wollt ja eigentlich diese 2 Sekunden, wo ihr alle Auto-Attacks dodgen tut und auch den Flächenschaden 25% weniger Schaden nimmt. Und wenn er die halt hier anmacht, wartet, hingeht und dann erst jumpt, wenn er dann da hinkommt, verliert er halt diesen Effekt fast vollständig, ne? Also einfach nur, um jetzt reinzuspringen, den Stun zu machen und dann nochmal eine Auto-Attack hinterher, dann hat er die Aggro genommen, er hat nur Schild geschreddert. Ich glaube, dass der Jax das sehr, sehr schlecht macht und er hat Level 3 gegen Level 4 jetzt, wo er den Engage sucht, was halt in jeder Hinsicht miserabel ist, hätte ich jetzt gesagt, ne? Und er muss den Trank vorher anmachen, damit er diesen Debuff noch hat. Mal hier langsamer. Ja, also jetzt hat er hier den Stun gemacht, hat mein Schild geschreddert und hat halt jetzt hier vorne die Aggro von den 3 Fernkampf-Minions, wenn ich das richtig sehe, ne? So, jetzt habe ich seinen Speed reduziert, seinen Attack-Speed. Er nimmt die Aggro von dem. Ich hau jetzt Auto-Attacks drauf, die er nicht negieren kann. Er hat jetzt... Also 2 Auto-Attacks habe ich gerade gezählt. Ich weiß nicht, ob es 3 insgesamt waren, ne? Mit dem Counter-Attack wären die beiden auf jeden Fall daneben gegangen. Und jetzt verfolge ich ihm, mache wahrscheinlich jetzt noch einen Slow hinterher, wenn ich das... Habe ich das Cooldown? War auf Cooldown gerade, jetzt habe ich es noch, jetzt muss ich die Reichweite reduzieren. Ich habe hier eben so einen Bogen geschlagen, wenn ich so gefahren hätte, ich die Reichweite früher reduziert. Gerade eben nicht bekommen, habe noch ein Wort gesetzt, wahrscheinlich Target verloren. Ja, und jetzt kommt er. Also ich glaube, wenn ich direkt gerade hier runtergelaufen wäre, ich wusste ja, dass er escapen muss, also wäre ich so gelaufen und nicht so, dann hätte ich den Slow dran bekommen und einen Flash geforst. Vermute ich mal, also da auch wieder nicht super gemacht. Aber es war sicher ein Vorteil für mich, weil er halt so super schlecht engaged hat, weil jetzt kann ich halt die Lane einfach dominieren. Eigentlich müsste er jetzt, glaube ich, so wie jetzt aufgestellt ist, entweder einen Jungle da bekommen, da kommt er auch, oder halt Basis und Porten. Ich würde ja sagen, dass er in diesem Zustand hier vorne jetzt hingeht, ist ein Indiz dafür, dass der Jungler da sein muss. Warum sollte er sonst machen, ne? So, jetzt mache ich einen Slow und habe den auch versehen darauf geklickt statt hier, das heißt Missklick, das ist halt Mechanics. Jetzt kommt der Jungler hier vorne. Ich denke, der ist jetzt sichtbar und noch reagiere ich nicht. Da muss ich auch beim... Also das Last Hit lenkt mich noch ein bisschen ab. Da muss ich echt schneller reagieren. Ja, jetzt macht er seinen Stun an und springt. Ne, jetzt habe ich das gesehen und gehe auch weg gerade. So, hier hätte ich jetzt eigentlich raus flashen können an dieser Stelle, um den Stun zu verhindern. Den habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon gesehen. So, jetzt hat er den Stun gemacht. Den Stun hätte ich halt ausweichen können, hätte ich schneller reagiert. So, jetzt bin ich zumindest dem Schuss ausgewichen. Der macht ja richtig Schaden erst, wenn er zurückhüpft. Von daher war das, glaube ich, schon mal okay. Aber ich glaube, ich hätte halt seinen Stun ausweichen können und dann hätte ich halt weniger Schaden genommen wegen den Auto-Attacks da. So, den Ding auch ausweichen und geht ja zack. Nochmal ein Ding hinterher, damit der Jungle halt auch Schaden hat, dann jungelt der schlechter. Ja, also es war natürlich auch ein schlechter Gang von denen, muss man sagen. Ich sehe halt nicht, wie das jemals hätte erfolgreich sein können. Ich glaube, ich hätte aber auch besser, wie gesagt, dem einfach wegflashen können, aber nicht schnell genug reagiert. Und jetzt habe ich keinen Kuh mehr, um den zu harassen. Ich hätte das Kuh nicht auf den Jungler hauen müssen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Jungler wiederkommt, von daher muss ich jetzt defensiver erstmal machen. Mal hier weiter. Und der nutzt das jetzt wahrscheinlich ein bisschen, dass er halt sagt, okay, der weiß halt nicht. Also er ist hier in den Busch gegangen und ich wusste zu dem Zeitpunkt halt nicht, ob er portet oder ob er hier vorne steht und auf den Jungler-Gank wartet, weswegen ich jetzt hier nicht unbedingt gucken wollte und wollte vorsichtiger sein. Ne? Also es hätte ja auch sein können, dass der Jungler hier vorne einfach im Bogen gelaufen ist und der hier nur auf den nächsten Stun wartet und dann hätten die mich vielleicht gehabt. Deswegen ich jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen weiter unten mich positioniere statt oben. So, jetzt gehe ich aber mal gucken hier vorne. Jetzt habe ich nämlich vermutet, dass er doch weggeportet ist, weil die zu lange gewartet haben. Und jetzt kommt er halt frisch aus der Basis wieder. Was man, glaube ich, an der Stelle machen will, normalerweise will man verhindern, dass er zurückportet und jetzt frisch reinkommt. Weil dadurch, dass er jetzt frisch reingekommen ist, kann ich jetzt nicht mehr mit ihm wirklich kämpfen oder gehe halt selber porten. Ne? Von daher will man den Port eigentlich verhindern. Aber ich glaube, wenn ich ja jetzt trotzdem diesen Face-Check gemacht hätte und er hat mich gestunt, der Jungle wäre von hinten gekommen, hätte das in meinem Tod enden können. Mein Flash war ja weg zu dem Zeitpunkt. So,
Jax ist halt jetzt frisch dabei und macht wieder seine komischen Arrest-Aktionen, hier sein Stun. Jetzt kommt unser Jungler hier unten. Und ja, jetzt geht's halt rund. Muss man halt auch sagen, da hat er jetzt vielleicht ein bisschen gepennt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die unseren Jungler hier gesehen haben wegen dem Ding hier. Da habe ich jetzt selber nicht hingeguckt. Wir können gerade mal zurückgucken, ich kann ja gleich nochmal vorspulen. Nee, ich sehe gerade, hier vorne kommt der ja her. Wo war das? Ich mache einfach noch schnell Lauf. Unser Jungler kam ja von der anderen Seite. So. Von daher konnte er das jetzt nicht gesehen haben. Aber er konnte natürlich vermuten, wenn man sich die Lanes anguckt. Also unser Jungler hier vorne, kann er den ganken? Nee, da steht ja defensiv. Kann unser Jungler hier unten den ganken? Okay, da muss man sagen, unser Jungler hätte auch hier unten ganken können, ne, an der Stelle. Normalerweise ist es halt, wenn das nicht gankbar ist und das nicht gankbar ist, erwartet man den Jungler halt da oben, wenn das gankbar war. Aber im Moment war das auch eine Spielsituation, da war das gankbar und von daher ist, glaube ich, konnte der Jax annehmen, 50-50, Jungler oben oder unten ist und hat dann eben gepokert. Ob das jetzt clever war, ist eine andere Frage, weil er eh keine Killchance hatte hier am den Tower, ist ja eine Safe Position für mich, ne? Und ich habe auch noch einen Level-Vorteil. Also da würde ich sagen, war das doppelt doof für ihn. Er hätte mich ja nie töten können, wäre ja völlig unmöglich aus meiner Sicht. So, und jetzt stampfen wir da drauf. Hat der den Knock-up irgendwie bekommen? Bin ich sicher, ob der das gut gegankt hat gerade. Und jetzt kommt der. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig gespielt habe, aber hat er den irgendwie genockt ab oder so? Warte, wir gucken uns das nochmal an, wie der Gank verlief. Ich will ja jetzt keinen Ramos leeren, aber ich will zumindest wissen, warum er jetzt nicht erfolgreich war. So, der geht jetzt hier unten lang. Das heißt, der wird jetzt hier sichtbar, weil der da noch am Porten ist. Das heißt, er hätte den Port jetzt hier an der Stelle abbrechen können. Blue angucken. Gib mir nur 15 Sekunden immer zurück, ist ja doof. So, okay, die haben gesehen, dass der Jungler kommt. Ist natürlich immer die Frage, sehen und realisieren sind zwei Paar Schuhe. Aber der war jetzt sichtbar. Das heißt, weder der sagt jetzt, ich tue den Counter-Jungle machen, noch hat er da oben gesagt, ich gehe jetzt disengagen. Er hat ihn gesehen und als er ihn gesehen hat, hat er jetzt gesagt, er geht jetzt engagen. Ne? Also der war ja sichtbar in dem Moment. Das heißt, die haben ganz viele massive Fehler gemacht. Also der geht halt jetzt Basis statt zu helfen und der hat ihn gesehen und sagt, ich gehe jetzt im Tower engagen. Obwohl ich halt, ne, also er burnt jetzt quasi alles, um mich anzugreifen, obwohl er den gesehen hat. Das heißt, Map-Awareness von beiden Spielern null. Da seht ihr das halt selber Niveau. Aber auf Gold seht ihr das auch, ist meine Erfahrung. Okay, jetzt gucken wir mal, wie der Gank verläuft. Jetzt kommt er reingerollt. Was ich jetzt erwarten würde, ist, genau, wenn jetzt der Gank kommt, würde ich halt erwarten, dass der hier oben hin ausweicht. Von da wäre ich von dem vielleicht auch nicht so gefahren, sondern hier so eher im Bogen gegangen. Aber nicht sicher, ob das einen riesen Vorteil macht. Ich kenne die Abilities, das ist ein Rammus nicht. Der hat jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, diesen Knock-Up oder was das war, der ist jetzt an die Minions draufgeknallt und hat jetzt nicht einen Knock-Up an Jax bekommen. Und ich glaube, das führt jetzt dazu, dass der nicht erfolgreich ist, unser Gank. Ja. Also wenn er diesen Knock-Up gehabt hätte, der an das Minion gegangen wäre, dann hätten wir den jetzt sicher getötet, ne? Also er hätte ja warten können, bis ich den Slow, damit er den Knock-Up richtig bekommt. Ich glaube, also ich vermute mal, dass das so funktioniert, wenn er Minion trifft. Also wenn er irgendwas trifft, kriegt er den Knock-Up und dann ist halt seine Rolle weg. Und dann hätte er wahrscheinlich lieber hier hinten wäre lang gegangen und hätte angefangen zu rollen, wenn Jax sich zurückzieht. Jax zieht sich automatisch hier hinten zurück, wenn er den Gank kommen sieht von hier hinten, ne? Und dann hätte ich ja Jax einmal slowen können, damit er besser gerollt werden kann. Und Jax wäre dann auch nicht an der Minion safe gewesen. Dann hätte er die Rolle zu 100% getroffen und wir hätten den sicheren Kill bekommen, trotz Flash. Und so haben wir keine Chance mehr auf den Kill. Und jetzt flasht er hinterher, aber also er hat ja kein CC mehr, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das heißt, er flasht hinterher, aber wofür hat er jetzt hinterher geflasht? Ohne CC kriegt er den ja nicht mehr eingeholt. Also warum hat er jetzt den Flash gemacht? Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Na gut, das war das. Machen wir mal hier weiter. So, ich stehe jetzt hier vorne im Porte. Ist, glaube ich, egal, wo ich stehe. Ich hätte auch in der Basis bleiben können, aber ja, ist halt die Frage. Habe ich jetzt richtig geportet, hätte ich nicht noch lieber hier die Last Hits mitgenommen, weil da geht jetzt eine ganze Wave und mehr verloren. Ich hatte zwar Gold und kann jetzt hier shoppen gehen, aber auch hier die nächste Frage. Ist das der richtige Zeitpunkt gewesen vom Gold her? Also für die meisten wahrscheinlich todlangweilig das Video, aber ich will es halt wirklich lernen und da muss man halt in Details gehen. Was kaufe ich jetzt? Wo steht denn mein Gold? Kann man das hier, Goldsäckchen? Was ist denn Gold? Ist das 800 auf der Hand oder wie? Ja, ich glaube 800 auf der Hand. Ich weiß nicht genau. Denn dieses Hextech-Item wurde, glaube ich, empfohlen. Ja, und ich würde sagen, das war halt Käse. Also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt nur zwei, also nicht wertlose Items gekauft, aber ihr wollt ja ein komplettes Item haben und das habe ich nicht geholt. Ich habe jetzt also eine Wave aufgegeben, mit zwei Items zu holen, die mich nicht besonders weiterbringen. Ich hätte lieber noch die Wave genommen und dann eventuell ein besseres Item kaufen können.
Ich glaube, dass es da unten aber kaputt ist. Reconnect ist ja dauernd raus bei uns im Team, der Supporter, okay. Ah, Level 3, sieht ganz so aus. Ja, also der Port, der war Käse. Also es gab keinen Grund zu porten, der war auch in einem schlechten Zustand. Das war eine sichere Wave hier, auch ohne Flash war hier sicher, hätte ich farmen können. Und ich konnte nichts Sinnvolles kaufen. Da habe ich einen massiven Fehler gemacht. Jetzt ist er wieder auf mich draufgesprungen, obwohl ich Schild habe. Und dann gar nichts. Ne, er hat, glaube ich, einen Last Hit gemacht. Okay. Und jetzt habe ich aber volles Mana und kann zumindest... Also sagen wir mal so, das war ein Fehler mit dem Zurückgehen und Zurückporten, ne? Aber jetzt, wie die Situation ist, kann ich halt trotzdem mein Mana benutzen, um seine Lebenspunkte wegzumachen von dem Jax. Hat denn der gelevelt? Empower hat er gelevelt. Okay. Das heißt, er geht so ein bisschen auf den Burst-Damage. Ich weiß natürlich jetzt, also wie gesagt, ich habe keine Jax-Erfahrung, aber das sieht aus, ob er halt kämpfen will die ganze Zeit. Und zwar längere Kämpfe, oder? Also eigentlich ist das schon Burst-Damage, ja. Aber ist ja bei dem Leap-Strike drin. Ich weiß nicht genau, was ihr bekommt, wenn ihr das hier hochlevelt, was da verbessert wird. Ah ja, aber hier, der Counter-Strike macht übrigens auch 20% mehr Schaden für each gedodgten Auto-Attack, ne? Das bedeutet, den benutzt er ja grundsätzlich nicht. Wenn er den einfach mal benutzen würde, den Dodge, dann würde er auch noch mehr Schaden bei mir machen, wenn er diese Encounters macht fürs Traden. Also ich glaube, der macht das in jeder Hinsicht sehr, sehr schlecht mit der Mechanik. Und ich weiß nicht, soll ich das besser machen. Jetzt kommt der Harass hier vorne, zack. Weiß nicht, ob ich das ein bisschen früh gemacht habe. Ich weiß ja, dass er den Last hitten will, ne? Das heißt, eigentlich hätte ich warten müssen, bis er zum Last Hit geht, den dann slowen, weil dann hätte ich nochmal draufhauen können auf ihn. Da hätte ich zwar Aggro bekommen, aber ich habe ja viel mehr Leben als er. Also ich glaube, dass das war zu früh. Jetzt kriegt er jetzt einen Last Hit, mal gucken. Jetzt hat er den bekommen, jetzt haue ich zwar drauf und jetzt habe ich aber den Slow nicht, ne? Und da war dieses, das Q eben Käse gewesen. Sonst hätte ich halt jetzt, ne, mit der Empowered Ability und alles, dem Reduced Attack Speed von ihm, hätte ich jetzt massiv traden können. Plus eben, ich habe einen Level 6 Vorteil, das wusste ich ja, dass der zu dem Zeitpunkt eintritt. Also da, dass ich Q eben rausgehauen habe, für nix quasi, das war halt Schmarrn, ne? Wirklich super, super schlecht gemacht von mir. Aber trotzdem, also wie die Lage jetzt aussieht, würde ich sagen, ich habe eine gute Chance, ihn zu erwischen. Ich habe ja meine Ulti jetzt, ne, Knock Up. Und dann kann man jetzt einfach hier drauf hämmern. Hab meinen Slow wieder rausgehabt, war zu dem Zeitpunkt wieder online und hab den dann gefinisht. War dann kein Drama. Aber ich denke trotzdem, das hätte ich besser machen können. Wir wollen ja lernen, so gut machen, wie es irgend möglich ist. Ja, aber ich glaube, dass man Jax besiegt, wie die halt geschrieben haben, das sieht so aus, als ob Malphite wirklich gut da drin ist. Aber hier nochmal, also von den Abilities her sehe ich nicht, dass es so sein müsste. Ne? Er hat die halt nur alle falsch eingesetzt. Wahrscheinlich skaliert er am Anfang auch schlechter als er hier. Weswegen das auch nochmal besser ist, das müsste ich mir nur angucken, aber zu sagen, dass der jetzt die Hardcounter gegen den ist, das muss mir jemand nochmal im Detail erklären. Und ich meine wirklich im Detail, nicht einfach sagen, die Passiv von dem einen und von dem anderen, die countern sich und deswegen ist das ein Hardcounter, weil das ist ja nicht der Fall faktisch. Oh, Last Hit verpasst von dem Dicken, schlecht. So, mal ein bisschen schneller, bis wieder Action kommt. Jetzt habe ich das hier reingepusht, die Wave, und porte nach Hause, weil eigentlich hätte ich nichts machen. Nur Tower Hits ist am Anfang nichts wert, war mein Eindruck. Ich hätte hier noch farmen können, dann ist aber sehr gefährlich, denke ich. Und jetzt konnte ich ja ein Item hoffentlich kaufen. Ja, jetzt habe ich den Catalyst gekauft. Und ich glaube, das sollte auch das erste Mal sein, wenn man weggeht, den Catalyst zu kaufen. Ich habe jetzt einen Catalyst und ein Buch gekauft. Und ich glaube, das Buch macht am Anfang sehr, sehr wenig aus. Lieber einmal weggehen, Catalyst kaufen. Und ja, dann bin halt Not am Mann ist nochmal weggehen, vermute ich mal. 24 Last Hits ist hundsmiserabel, vermute ich mal. Wenn ich mir die anderen Last Hits angucke, habe ich eben gesehen, wie ich das mache. Das mache ich wirklich schlecht. Und ich war halt zweimal weg gewesen, was wahrscheinlich auch dazu führt, dass ich jetzt schlechte Last Hits habe, ne? Und ja, das erste Back viel zu früh. Und wo man argumentieren kann, ich hätte vielleicht den Kill eben nicht geschafft. Aber man könnte auch argumentieren, dass ein Jax sich normalerweise nicht töten lassen würde in der Situation. Hätte das anders gespielt. So, die Wave ist jetzt hier. Wave Control. Die Wave ist jetzt am reinpushen. Jetzt die Frage, wie vorteilhaft wäre das jetzt für mich zu Last Hitten oder jetzt nochmal ein bisschen Gegendruck zu machen? Weil ich will die Wave nicht am Tower haben. Ich will die Wave hier vorne freezen. Das muss mein Target sein, hätte ich jetzt gesagt. Und ich gucke ja, meine Wave da hinten, die ist ja noch mega weit weg. Das heißt, wenn ich jetzt Minions töte, dann kann ich nachher ein bisschen Minions tanken, damit ich die Hunde weghalte. Und ja, ich glaube, das ist die Lösung. Ich muss jetzt Minions töten, wenn ja so eine Situation ist, um die Wave so zu kontrollieren, dass sie hier freest. Weil jetzt würde die in den Tower laufen und ich würde viele Last Hits verlieren. Plus eben, ich würde dann nicht erreichen, dass die Minions einen Großteil meiner Wave töten und er schlechter farmt. Also ich glaube, jetzt müsste ich anfangen, hier massiv, oder noch ein Stück früher hätte ich anfangen müssen, die Gegend zu pushen. Und jetzt gehe ich Last Hitten und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich meine, klar, der Jax, der will jetzt, wenn ich in dem Zweikampf hätte gesucht, hätte ich die ganze Wave gehabt. Und da hatte ich jetzt an der Stelle keine Option mehr. Aber ich denke, ich hätte die Wave da nochmal 15 Sekunden vorher kontrollieren können. Hier in dieser Lage hier zum Beispiel, ne? Ja, vielleicht da nochmal ein bisschen früher. Ich habe hier unten gewardet, von da war das vielleicht hier schon keine Option mehr. Also der Ward kostet mich wahrscheinlich die Lane-Kontrolle im Sinne von, dass die halt, ne, die Wave da, wo ich sie haben will, vermute ich jetzt mal.
Aber man hätte die Wave hier ein bisschen mehr pushen müssen. Ich hatte noch ein paar Möglichkeiten gehabt, aber nur Last Hitten. Und das führt jetzt wahrscheinlich zu einer Tower-Situation, die unvorteilhaft fürs Farmen ist. Jetzt versuche ich den trotzdem hier zu stoppen, damit die nicht in Tower gehen. Hey, ich habe das sogar noch geschafft. Tatsächlich hätte ich aber jetzt auch gesagt, jetzt geht's hier unten mit dem Gank weiter, hätte ich jetzt auch gesagt an der Stelle, der Jax hätte jetzt eigentlich, wo ich habe ja die Wave getankt hier vorne, bevor meine Wave kam, der Jax hätte an der Stelle engagen müssen, ne? Von daher ist das jetzt ein Vorteil für mich, hätte aber eigentlich ein Nachteil sein müssen, hätte der Jax den Kampf gesucht, weil ich dann eben mit der Aggro gekämpft hätte und dem Jax gleichzeitig, wenn die Wave gerade am Reinkommen war. Von daher, als der Jax jetzt hier runtergegangen ist, ich glaube, er hat ein Pinkwort gesetzt, ich glaube, dass das völlig sinnbefreit war. Das hat mir halt jetzt hier die Wave-Kontrolle gegeben, wie ich sie wollte. Hier ist der Midlaner übrigens. Ich weiß nicht, ob mir das jemand gepinkt oder gesagt hat. Hat sogar ein Pinkwort reingemacht. Hat aber auch ein Wort da drin. Und da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Pinkwort, also der Wort, weil ich einen normalen Wort gehabt, ob das notwendig war, mir das Leben gerettet hat, weil ich war ja eh hier vorne, der hätte eh nicht erfolgreich ganken können. Trotzdem ist es gut, wenn da ein Wort drin ist, ne? Ich weiß aber auch nicht, warum er in der Situation nach oben gekommen ist. Er ist hochgegangen, als er gesehen hat, dass die Wave reinpusht, das heißt, dass ich am Tower stehe. Das heißt, es war eh keine Gank-Situation möglich und trotzdem ist er von der Midlane hochgekommen. Ich würde sagen, dass das total sinnbefreit von ihm war. In der Zeit hat er hier unten allerdings unseren Drachen freigegeben, ne? Der ja schon ein bisschen angelaufen ist. Also ich glaube, dass der Midlaner dazu führt, dass sie jetzt den Drachen verlieren und derzeit hat er halt nichts erreicht, außer Farm zu verlieren und uns den Drachenkontrolle zu geben. Und unser Midlaner, ich weiß auch nicht, was der da macht, ehrlich gesagt. Ich bin zwar Gank-Situationen hier, aber ich glaube nicht, dass die Lux da gut steht. Also die läuft jetzt da spazieren. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass da ein Pinkwort ist, da wurde ja da reingesetzt, als meiner gefinisht wurde. So, jetzt geht's hier oben weiter. Situation ist, dass die wieder reinpushen, das heißt, ich muss jetzt voll Gegendruck machen, damit die alles in den Tower geht. Er engaged jetzt, er hat aber sein Engage auf das Minion gemacht, nicht auf mich, wenn ich es richtig sehe. Und dann ein Auto-Attack gegen mich gehauen, Fragezeichen. Hat er ein Auto-Attack gegen mich gemacht? Ja, er hat die Aggro, also er ist auf Minion gesprungen mit Leap und hat dann ein Auto-Attack auf mich gemacht. Und er hat noch nicht mal das Schild weggehauen. Also sieht das so aus, als ob ich wirklich Hardcore dagegen wäre. Aber ich würde halt sagen, der macht das nur einfach schlecht, ne? Wir müssen mal gegen guten Jack spielen, um zu sehen, ob das halt wirklich dann auch so läuft. So, jetzt gucken wir im Last Hitten. Ja, das ist, was ich meinte. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bekommen hätte. Ich habe zwar empowered und alles, habe aber den von dem Attack Speed die Animation nicht mehr geschafft. Tower Hits und Minions haben dafür gesorgt, dass ich das dicke Minion verloren habe. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Eventuell hätte ich auch eine Ability machen können. Das war eben, glaube ich, noch aber auch Cooldown, auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Aber das ist der Grund, warum ich nicht unter dem Tower, ehrlich gesagt, Last Hitten möchte. Wenn es sich vermeiden lässt. So, Lux wieder runtergegangen, hat nur den Pink Ward entfernt. Also, ich weiß auch nicht, was das war. Er hätte ja eigentlich beim Drachen aushelfen können. Das wäre wichtiger gewesen. So, Last Hitten geht weiter. Wieder ein Last Hit verpasst. Also, richtig schlecht läuft das. Abwarten, hauen. Jetzt geht das mal. Weil die Minions ja nicht viel draufgehauen haben. Nochmal nachtippen. Aber ist trotzdem schlecht, wie ich das mache, denke ich. So, jetzt wollte ich ihn vermeiden, dass er hier den Last Hit schafft. Verliere dadurch aber den Last Hit. Ja. Ich meine, er hat seinen auch nicht bekommen. Aber ich weiß halt nicht, ob das das Ziel sein soll. Also ich möchte natürlich auch selber farmen. Obwohl der eskaliert mit Gold besser, als ich das mache, meiner Meinung nach. Und da würde ich sagen, ist so ein Tausch schon ein Gewinn für die Top-Lane. Auch wenn es im ersten Blick vielleicht nicht so aussieht und wieder ein Last Hit verpasst. Jetzt habe ich ihn wieder harassed. Ich glaube, an der Stelle war das okay, das zu machen, weil ich halt eine Mana gegen Leben bei ihm tausche und er dann einfach nicht mehr Last Hitten kann, wenn er bedroht ist. Und ich hatte sonst keine andere Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und da würde ich schon sagen, dass das Sinn gemacht hat mit dem Q an der Stelle. Ja, der Jax, was der Jax halt im Moment erreicht hat, ist halt, der steht halt exposed hier vorne und kann nicht Last Hitten. Und das ist für ihn eine sehr schlechte Situation, würde ich jetzt fast sagen, ne? Er hat auch Gold in den Ward investiert, was man ja nur macht, wenn man aggressiv nach vorne gehen will. Ich glaube, der Jax wäre jetzt besser beraten, würde hier vorne die Lane freezen, damit er halt sicherer ist und besser Last Hitten kann, was ja hier vorne mit Risiko verbunden ist und wie wir auch sehen, im Moment unmöglich. Jetzt geht er nach vorne, hat er jetzt gedacht, ich bin unsichtbar oder was? Ich habe jetzt meinen Trank angemacht, ulti ihn jetzt, hab den Debuff auf ihn drauf, tu alle Abilities spielen. Wenn er jetzt hier mit mir kämpfen will, kriegt er noch die Aggro von allen Minions. Macht seine Counter-Strike wieder zu früh an, meiner Meinung nach, damit er den Bonus davon nicht bekommt. Und ist halt jetzt im Zweikampf und stirbt einfach. Also ich will nicht sagen, dass ich den Angriff perfekt gemacht habe, aber er hat er sicher miserabel gecountert. Also nach dem Stun hätte er ja auch zum Beispiel weglaufen können, dann Ward hinpacken und nochmal jumpen oder weglaufen. Hier unten hin hat er schon Ward, da drauf jumpen mit Leap. Ich glaube schon, dass er eine Möglichkeit hatte zu escapen. Jetzt gucken wir mal, ob er noch einen Flash gehabt hätte. Wo kann ich denn das einsehen, ob er einen Flash hatte? Er hat den Flash noch gehabt, er ist nicht auf Cooldown. Also er hätte locker escapen können hier noch hier vorne, aber er hat sich für den Kampf entschieden. Also der Jax ist sicher, mit Sicherheit verdient er sein Silber.
Ich weiß natürlich nicht, ob mein Counter perfekt war. Ich habe mit Ult angefangen. Ich hätte vielleicht mit allem machen können, ihn in den Kampf halt zwingen und dann am Schluss ulten. Pinkboard wegräumen, von dem ich weiß. Aber das ist ja echt hier eine spannende Sache. So, ich glaube, die Top-Lane ist jetzt nicht mehr ganz so spannend zu gucken, weil ich zu gefeedet bin im Vergleich zu dem Jax. Ich werde nochmal weggeportet. Hier kurz die Frage: Macht das Sinn zu porten an der Stelle? Die Lane ist reingepusht. Könntest du hier noch ein paar Last-Hits machen, aber ist noch irgendwas zu holen? Ich glaube, das war okay, jetzt wegzuporten. Selbst wenn ich nicht perfekte Sachen kaufen kann, aber jetzt mein Hextech-Revolver. Ja, von dem Itembild muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Hol noch ein Pink Ward, weil ich weiß, dass ich jetzt die ganze Zeit mehr Druck machen kann. Versuche ich dann noch Druck zu machen, dann hätte ich gerne Pink Ward für die Backline. Hätte ich jetzt hier irgendwas machen können zu dem Zeitpunkt? Ich bin jetzt weggeportet. Mein Teleport ist online. Es gibt hier unten einen. Ne, ist kein roter Ward. Ich hätte jetzt hier porten können, weil der Tower gerade down gegangen ist, um den Teamfight teilzunehmen. Das hätte wahrscheinlich hier unserem AD Carry das Leben gerettet an der Stelle. Also jetzt früher machen müssen, ne? Weil wir können gerade mal zurückgehen, als das Ding angefangen hat. Das ist die Situation. Ich bin in der Basis, mein Teleport ist bereit, ich habe neue Items, frisches Leben, alles. Meine Lane ist nicht unter Bedrohung. Ich habe eh nichts davon, wenn ich jetzt auf die Lane porte, dann gehe ich zu Fuß, nur weil jetzt porten, dann würde ich nur zugucken. Aber ich habe den Port halt. Wenn ich in dieser Situation jetzt auf die Map geguckt hätte, hier oder meinetwegen auch hier oben, also hier ist leider kein Ward hinten, wo ich hinter ihm porten kann, da sehe ich keine Möglichkeit. Aber wenn ich mir das jetzt hier anschaue, hier vorne, ihr könnt es einfach mal langsam laufen lassen. Das sieht ja, wobei den unten haben wir zum Zeitpunkt ja nicht gesehen. Und man kann erwarten, dass die unteren Tower 2 gegen 2 nicht getötet werden. So, wenn ich das jetzt hier vorne sehe, jetzt hat er den hier vorne exhaustet, obwohl der den nicht mehr treffen kann wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt hier sehe, hätte ich jetzt auf den Tower porten sollen. Ich würde sagen, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Man muss aber auch dazu sagen, die hätten jetzt beide einfach nach oben und disengagen können. Es gibt keinen Grund hier, dass sie jetzt hier sterben müssen. Hätte ich auf dem Tower geportet, wäre er da nicht gefallen. Ich glaube, der wäre trotzdem gefallen. Ich weiß gar nicht, also bei Minions, die sterben da nicht. Bei Tower sterben, trotzdem wird der Port abgebrochen. Und die hätten ihn ja jetzt finishen können, bevor der Port fertig ist. So, jetzt geht der Twitch hin und sagt, er engage gegen drei Leute. Und seine Jaina ist ja unterfarmt. Ich glaube, das ist ziemlich sinnbefreit. Aber ich glaube, ein Port hätte hier nichts mehr gebracht. Hätte ich jetzt gesehen, dass der Selbstmord begeht, hätte ich vielleicht noch reingeportet, aber ich glaube, das hätte jetzt auch nichts gebracht. Also ich glaube, das war vom Twitch super, super dämlich, das zu machen. Und sie stirbt jetzt wahrscheinlich auch noch. Ja, okay, wollen wir uns nicht weiter angucken. War spannend zum Anschauen, definitiv. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, so wie sie es gemacht haben. Pink Ward. Ich glaube, ich hätte lieber hier unten pink gewordet. Wow, hier ist wieder ein Counter gewesen. Jetzt habe ich es verpasst. Gucken wir uns das nochmal an. Ich will es ja, wie gesagt, leeren. Ja, also da pink worden, hätte ich hier pink worden sollen, glaube ich. Ich erwarte ja nicht, dass der Jungler hier oben durchläuft. Obwohl er beim ersten Mal das gemacht, vielleicht war das doch nicht so übel. So, der Jax, das hat er jetzt gemacht. Der Jax hat jetzt gesehen, okay, ich habe hier eine halb kaputte Wave und nur eine kleine Wave, allerdings Fernkampf, das heißt, sie schießen direkt auf ihn, das ist ja kein Nahkampf, die Zeit brauchen. Hat jetzt gesagt, ich habe 2 Level Vorteil mit Schild, komme frisch aus der Basis und er engaged mich jetzt. Ich weiß halt nicht, was jetzt die Überlegung dahinter ist, ehrlich gesagt. Vom Farm her, ich habe ein Farm mehr als er, ich habe 2 Level mehr als er. Bei den Items, das ist hier kein Burst Damage. Er hat sich Schuhe gekauft und hier vorne so einen Scepter, ja. Beides ist ja eher Sustain, Ausweichen, Beweglichkeit, aber nicht Kampfkraft pure, AD oder irgendwas, ja. Ich dagegen, was habe ich gekauft? Ich habe keine Schuhe gekauft, ich habe mal Ability Power gekauft und eben diesen Magic Bolt habe ich da drin, was ja Burst Damage irgendwo ist. Ne? Das hier ist auch nicht so optimal, aber von den Items her würde ich sagen, habe ich mehr auf Kampfkraft gebaut als er und ich habe noch 2 Level Vorteil und er hüpft jetzt in mich rein, ohne irgendwelche erkennbaren Vorteile zu haben. Also, das ist ein Kampf, der kann gar nicht gut gehen. Ne? Jetzt hat er wieder sein Dings zu früh angemacht, sein Counter-Attack meiner Meinung nach. Er hätte locker noch einen Auto-Attack einpacken können. Ja, man sieht jetzt einfach, wie er droppt in Lebenspunkten. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff war. Ich verstehe das nicht. Warum gehe ich denn weg? Was mache ich denn da? Oh, warte, ganz kurz. Warum habe ich ihn jetzt nicht gefinisht? Habe ich keine Ulti frei? Meine Ulti ist nicht auf Cooldown. Als er hier vorne stand, hätte ich ihn ulten sollen und dann hätte ich ihn getötet. Also ich weiß, das war definitiv ein massiver Fehler von meiner Seite. Den hätte ich locker getötet hier vorne mit der Ulti. Locker. Und ich habe auch noch hier Wards überall. Ich weiß, dass auch kein Jungler zugegen sein kann. Und wir wussten, dass er eben unten war. Also hundsmiserabel, Wave hin oder her. Also ich bin ja völlig frisch, ne? Ich hätte den locker hier getötet an der Stelle. Also das war sehr, sehr, sehr schlecht, denke ich. Okay, gucken wir mal weiter, wie es geht. Ich meine, ich kann jederzeit ulten, ist ja immer noch gegeben, ne? Also ist ja nicht so, also ist ja, das ist ja ein Ult-Target schlechthin. Obwohl man jetzt sagen muss, er hat seinen Flash noch ab. Wenn ich ihn ulte, kann er aus dem Ult, bevor das trifft, rausflashen. Das ist aber kein Grund, das nicht zu machen.
Ich weiß nicht, was ich da mache. Die Spiel ist auch noch defensiv. Und jetzt kommt der Jungle, der Midlaner hoch. Ich sehe den natürlich. Aber ich hätte ihn trotzdem, ich hätte ihn locker eben ohne jede Gefahr töten können. So, aber ich habe jetzt hier die Wards, von daher kann ich jetzt einfach, ne, okay, kann ich jetzt hier das einfach defensiv machen. Also hochgekommen ist, war sicher sinnvoll, ne, weil ich war halt exposed da an dieser Stelle hier und da war das gankwürdig. Und unten habe ich jetzt nicht hingeguckt. Aber trotzdem, also der hätte tot sein müssen und rechts wegen. Das war ein unverzeihlicher Fehler. Dafür schäme ich mich jetzt ein ganzes Jahrtausend. Aber nee, im Ernst, ne? Also ich will es ja lernen und das war definitiv etwas, wo ich sagen muss, da muss ich aggressiver sein. Viel, viel aggressiver. Jetzt wieder die Last-Hit-Geschichte, um Gottes Willen. Ja, das im Last-Hitten unterm Tower. Ich mache die Ability an, aber die macht es halt relativ unkontrolliert in meinem Erfahrungsstand, das Last-Hitten. Nicht gut gewesen, überhaupt nicht gut. Gegner haben Gold-Lead, ja wahrscheinlich wegen der Botlane, die da. Die macht ihr eigenes Spiel. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ihn geslowt. Also klar, ihr wollt ihn ein bisschen harassen, damit er einfach, ne, wenn ihr ihn ultet, dass ihr ihn finishen könnt. Aber hier wieder, ich hätte ihn wahrscheinlich sogar auch zu diesem Zeitpunkt noch ulten und erfolgreich töten können. Oder im Flash forcen. Jetzt portet der Jax auf die Botlane. Ganz kurz, was geht da ab? Warum macht er das? Also er portet jetzt auf die Botlane. Das heißt, ich könnte hinterher porten, wenn ich wollte. Ich habe ja nochmal einen Teleport ab. Hier unten ist ein Kampf am Laufen. Die sind jetzt hier, also wir haben ja massiven Goldnachteil, ne? Die Botlane ist ja hardcore gefeedet im Vergleich zu unserer. Und die suchen jetzt hier vorne, suchen die jetzt hier einen Kampf im Prinzip. Zu diesem Zeitpunkt ist der Jax jetzt hier unten hingeportet. Hätte tatsächlich nicht hier oben porten können, er hat kein Wort für ihn gesetzt. Also ist ein bisschen weit vom Kampfgeschehen weg. Lassen wir uns einfach mal an, gucken uns das an, was passiert. So, habe ich gerade Pause geklickt? Geht nicht mehr Pause, dann ohne Pause. So, ich porte jetzt auch hier hin. Ulte jetzt hier vorne rein. Schnapp mir den AD Carry, der schon ein bisschen gefeedet war. Und boom, weg ist er. Und es wird der Kampf entschieden. Hätte ich wirklich porten müssen? Also ich muss mal, ich habe jetzt irgendwie was verpasst. Aber wir machen das mal ganz langsam. Ich hab da irgendwie die ganze Action verpasst. Also hier unten, wie geht's denn los? Unsere Jungs sind im Wasser mit Sicht der Gegner. Ramos entscheidet sich zu engagen, weil er Sicht hat. Hat darüber rausgeflasht. Hat trotz Flash sein Knock-Up nicht bekommen. Was, was? Also trotz Flash hat sein Knock-Up nicht bekommen wieder. Verstehe. Wieso geht eigentlich der Pause-Button nicht mehr? Müssen wir ohne Pause machen. Luxo die Midlane ausschalten. Hier vorne kommt jetzt das Ulti rein, was richtig schön trifft vom Jinx. Danach kann er mit Raketen da draufhalten. Da kam ein Heal rein. Das läuft soweit alles. Der wird totgekitet, der Jungler von dem gegnerischen Jungler. Der hat weggeflasht, um wieder nach vorne zu gehen. Okay. Der Jax ist jetzt hochgelaufen, hat sich entschieden, hier runterzulaufen, sodass er halt überhaupt nicht am Kampf teilnimmt. Wenn ich dann hier hingeportet habe und habe dann hier reingeultet. Und Jax läuft halt immer noch spazieren da hinten. Ja, der Rest ist hier, glaube ich, Geschichte. Also der Jax ist hier unten hingeportet, ist hier hochgelaufen und dann ist er wieder hier runtergelaufen. Das heißt, er ist umsonst runtergeportet, hat überhaupt nicht an dem Engagement teilgenommen. Während mein späterer Port dazu geführt hat, dass wir den AD Carry töten, der die ganze Zeit am Abfarmen war, der bei den Gegnern gefeedet ist. Ich weiß nicht, ob mein Port notwendig war. Vielleicht hätte ich es auch ohne mich geschafft, weil der Jax halt richtig scheiße gespielt hat. Also er hat halt seinen Port vergeudet und nicht am Kampf teilgenommen. Das halt ohne Worte. Aber ich denke, dass. Also, ich weiß nicht genau, ob wir das ohne mich auch gewonnen hätten. Die Ult war sicher nicht schlecht gewesen. Also, ihr guckt ja, welchen Zustand die haben. Aber eventuell hätten sie ohne mich geschafft. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann leider nicht pausieren. Ja, okay, das war's eigentlich. Sehr viel mehr will ich gar nicht machen. Der Rest ist ja Midgame und Geschichte, würde ich fast sagen. Jetzt haben wir auch erstmal Goldvorteil. Ich würde sagen, dass der Jax in jeder Hinsicht einen sehr schlechten Job gemacht hat. Also, er hat Jax auch übrigens nach mir gepickt. Von daher würde ich sagen, sehr unerfahrener Spieler wahrscheinlich. Also, ihr könnt es ja nochmal beschreiben, ob es wirklich so sein muss, dass Malphite immer Jax besiegen muss. Aber die Situation, die er gebastelt hat, und ich meine nicht nur im Port, sondern alle Kampfsituationen, die, glaube ich, waren ein hausgemachtes Problem und hat nicht. Also, lenkt mich daran, dass er deswegen mit Jax gegen Malphite verlieren muss. So, ja, das war's eigentlich. Das war jetzt mein Ding hier vorne. Ich weiß halt nicht, ob ich nochmal mehr. Also, ich mache vielleicht noch zwei, drei Videos dazu. Der Vorteil für mich ist, dass ich so halt nochmal mehr ins Detail reingehe. Und dass ich natürlich dann das Feedback von euch bekomme. Ihr habt ja mehr Erfahrung als ich, also viele von euch auf jeden Fall, und können das beraten. Wenn ihr dann was dazu schreibt, dann bitte immer schreiben, zu welcher Szene sich das bezieht, vielleicht sogar mit Zeitangabe, ich selber noch reingucken kann. Und dann immer mit Argumenten kommen und nicht sagen, aber die Guides schreiben das oder so, das hilft natürlich nicht, ne? Ja, und dann gucken wir mal, was wir da rund bekommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mit diesen Replays weiterarbeiten. Ich mache immer noch mal Fiete mal auf der Top-Lane. Da war jetzt mein erstes Spiel, das lief ganz gut und der scheint relativ einfach zu sein.
Und mir geht es ja darum, hauptsächlich nicht die Helden zu lernen, sondern die Mentalität und die Game-Mechaniken auf der Top-Lane. Und wenn ich weniger Konzentration auf den Helden habe, auf die Mechaniken, dann kann ich mich mehr auf den Rest konzentrieren, worum es mir hauptsächlich geht. Und da bleiben wir, glaube ich, erstmal bei dem eine Zeit lang. So, in dem Sinne, bye bye.